Stein her? Aus der Schlucht der Glitzersteine? Nein, den habe ich hier gefunden. Der ist hübsch, nicht wahr? Wow. Was ist denn los, Tricia? Sie hat Hunger. Wir haben einen großen Baumsternbaum entdeckt, aber die Baumsterne hängen zu hoch, um da ranzukommen. Ich hol dir ein kleines Appetithäppchen. Heute ist alles zu hoch für mich. Nein! Autsch! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh, und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Was hast du mit meinem hübschen Stein gemacht? Ach, das ist alles, was dich interessiert, dein hübscher Stein? Aber dass ich mir blaue Flecken geholt habe, als ich versucht habe, ihn zu retten, ist dir egal, na toll. Zera! Also schön, versteckt euch, Freunde. Ein Baumstern, zwei Baumsterne, drei Baumsterne, vier Baumsterne. Schon wieder unser Versteck auf. Nicht gefunden. Hab ich doch. Ich hab dich da gesehen und jetzt bist du hier. Also muss ich dich auch gefunden haben. Ruby hat recht. Sie dich gefindet. Du bist dran, Zera. Japp, japp, japp. Wie kann ich dran sein, wenn ich euer Spiel gar nicht mitgespielt hab? Zera, ist alles in Ordnung? Nein. Ich habe Tria angemotzt, weil sie sich um ihren hübschen Stein mehr Sorgen gemacht hat als um mich. Warum hast du das gemacht? Ich hab's ja nicht so gemeint, aber ich war irgendwie sauer. Und warum warst du sauer? Naja, durch einen kleinen Unfall ist ihr Lieblingsstein in das schnelle Wasser gefallen. Wenn das nur ein Versehen war, dann kannst du einfach sagen, ups, ebs, und dich bei ihr entschuldigen. Was soll ich sagen? Du sagst nur, ups, ieps, ups, ieps, das war ein Versehen. Ups, ieps, ups, ups, ieps. Ups, ieps, ups, ieps, das war ein... Ups, ieps, ups, ups, ieps. Ich war ganz allein und verlor Trias Stein. Ups, ieps, ups, ieps. Ich hab laut geschrien, das war gar nicht schön. Ups, ieps, ups, ieps. Er soll
Wasser knallen. Nein, nein. Sie war traurig, das hat ihr nicht gefallen. Ups, Ips. Ups, Ips. Das war ein Versehen. Ups, Ips. Ups, Ups, Ips. Es hat laut gekracht, du hast Mist gemacht und du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Dann sag Ups, Ips. Ups, Ips. Das war ein Versehen. Ups, Ips. Ups, Ups, Ips. Das war ein Versehen. Ups, ups, ups. Ja, ja, ja. Jetzt sagst du einfach ups, ups zu Tria und dass dir die Sache mit dem verlorenen Stein leid tut. Das ist ja schön und gut, Ducky, aber... Aber das reicht nicht aus. Ich muss noch mehr machen. Hey, wie wär's, wenn wir Tria alle Baumsterne bringen, die wir aufgehebt haben? Bevor wir bei ihrer Schlafstelle sind, hat Spike sie längst aufgegessen. Ich weiß was. Wir könnten ihr ein paar Fusselkrabbler oder ein paar Bummflieger bringen. Die hast du alle aufgefuttert. Ich weiß was. Wir können doch zur Schlucht der Glitzersteine gehen und Tria einen neuen Stein bringen. Ja! Petri, was ist denn los? Ich... Nicht sicher, ob ich hingehen will. Wieso denn nicht? Schlucht der Glitzersteine in die Nähe von rauchenden Berg. Ja, und? Ich nicht mag rauchender Berg. Das ist ein böser Ort, viel zu rauchig. Also das verstehe ich nicht. Was ist denn am rauchenden Berg so schlimm? Das sind großer, schwarzer Rauch, der macht die Himmel dunkel und spuckelig. Manchmal sind es da ganz schüttelig. Bezera, wenn sie stinksauer. Hm? Petri, wir machen nur einen kleinen Spaziergang am rauchenden Berg vorbei. Das wird dir Spaß machen. Das ist steinstark. Auch wenn es da manchmal bebt, Bezera, wenn sie sauer ist, muss es nicht so gruselig, Bezera, sein. Nein, nein, nein. Das war nicht so gemein. Hast du denn den rauchenden Berg überhaupt schon mal gesehen? Was denkst du denn? Von ganz weit weg. Ich wette, von nahem ist er nur halb so schlimm. Du kannst drüber wegfliegen und ihn dir ansehen. Was? Der Rauch vielleicht so dick, dass ich mir verfliege oder an irgendwas ranfliege? Ja, das wäre blöd. Also schön, dann ich bleib lieber zu Hause. Petri, hör mal. Niemand will, dass du etwas tust, wovor du Angst hast. Alles klar. Danke. Moment. Sie denken, ich ängstlich? Oh. Ah. Hey, wartet auf mir! Berg. Wow, der rauchende Berg ist ja tatsächlich ein Berg, der raucht. Manche nennen ihn auch den Krachberg, weil er manchmal Krach macht. Er macht Krach? Im Moment jedenfalls nicht. Die Schlucht der Glitzersteine ist gleich hinter dem Berg. Rauchende Berg ist wunderschön. Ja, wirklich. Finde ich auch. Er sieht gar nicht so schlimm aus. Nicht wahr, Petri? Nein. Und die Schlucht der Glitzersteine ist gleich da drüben.
Wir laufen einfach über den Rand und 1, 2, 3, fix sind wir da. Siehst du, Petri, hier gibt's nichts, wovor du Angst haben musst. Petri nicht ängstlich, klar? Petri keine Angst vor rauchenden Berg. Ehrlich gesagt, ich könnte auch über rauchenden Berg fliegen, wenn ich will. Huh? Petri, tu's nicht. Das musst du wirklich nicht machen. Doch, ich das machen. Alle Augen aufgesperrt. Er macht es tatsächlich. Ich es gemacht. Ich fliege über rauchenden Berg. Nicht hätte tun sollen. Jetzt der Berg sauer auf mir. Komm zurück, Petri! Du schaffst es! Petri, flieg! Ich flieg ja schon! Ich flieg ja schon! Es ist vorbei. Wir haben's geschafft. Da haben wir aber Glück gehabt. Glück? Das war Unglück! Ich beinahe von Feuersteinen getroffen. Und die ganze laute Krachbumm nur meine Schuld. Wie kommst du denn auf die Idee? Rauchender Berg mag nicht Flieger. Ich ihn sauer gemacht. Das ganz schlimmes Ort. Das ist doch verrückt. Petri, dein Flug hat den Berg nicht sauer gemacht. Woher du wissen? Ich fliegen drüber, ihr macht Bumm. Ich hör auf mit Fliegen, ihr macht nicht mehr Bumm. Na ja, da ist was dran. Dann flieg einfach nicht mehr rüber und es wird nicht mehr passieren. Keine Sorge, mir nicht mehr fliegt da drüber. Mir hier kein bisschen mehr fliegt, Freunde. Hey, ich denke, wir sollten uns lieber beeilen, bevor es dunkel wird. Jetzt verstehe ich auch, warum der Ort Schlucht der Glitzersteine heißt. Seht euch das mal an! Oder den hier! Und hier ist ein ganzer Haufen! Ach, sind das viele. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Steine liegen hier rum. Das macht Riesenspaß. Los, sag's, Ducky. Jap, jap, jap. Gute Freunde laufen um die Wette mit dem Wind. Gute Freunde, schön, dass wir zusammen sind. Ich hab einen Glitzerstein. Hier, der. Das ist der richtige. Der ist sogar noch hübscher als der, den ich verloren habe. Der ist ja noch schöner als schön. Ja, das ist er. Ja, ja, ja. Ich muss ihn nur irgendwie abkriegen. Wollen mal sehen.
Oh, schnell, haltet ihn fest! Ich hab ihn! Oh, oh, ich hab ihn doch nicht! Das ist nicht gut! Nein, das alles meine Schuld! Rauchberg immer noch sauer auf mir! Stinke, stinke sauer! Um einen Glitzerstein mitzunehmen und das mache ich auch. Schnell zurück in die Schlucht! Beeilt euch! Zu ihr, Landinos! Wenn wir da oben raufkommen, sind wir sicher. Schnell, mir nach, Freunde! Worauf wartet ihr noch? Oder auch nicht. Ich flieg hier nicht. Nein, dann wird Berg noch mehr böse. Wie böse kann er denn schon noch werden? Petri, du hast den Berg nicht sauer gemacht. Selbst wenn's so wäre, müsstest du jetzt fliegen. Du bist unsere einzige Rettung. Na schön, also gut, mir fliegt. Petri, ich weiß, du schaffst es. Ich nicht so sicher wie Ruby. Mir macht nicht Berg sauer, mir macht nicht Berg sauer, hoffentlich. Er nicht sauer? Rauchende Berg ist doch nur ganz normaler Berg. Keine Angst, Freunde, ich beeilen. Er kriegt das hin. Japp, japp, japp. Tja, jetzt müssen wir nur noch warten. Ich kann's kaum abwarten, bis wir zu Ende gewartet haben. Wartet's nur ab. Hey, pass doch auf, wo du hinstapfst. Es ist ja so still. Ich hoffe, den Kindern ist nichts passiert. Mami! Petri! Autsch! Was ist passiert, Petri? Meine Freunde brauchen Hilfe! Liegt es etwa an mir? Oder ist es plötzlich heißer geworden?
Es ist irre heiß. Ich sag's nur ungern, aber ich hab Hunger. Ich wünschte, du würdest mich nicht so ansehen, wenn du das sagst. Ja, das tue ich. Jap, jap, jap. Freunde, wir kommen! Petri, du bist der Größte! Ja! 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 Großmutter! Großvater! Wir helfen euch, Littlefoot. Na, dann kommt an Bord, Kinder. Ich bring euch auf die andere Seite. Und ihr kommt mit mir. Hey, das kitzelt. Immer schön langsam, ein Schritt nach dem anderen. Tria! Rate mal, was ich für dich habe. Wir sind extra hierher gekommen, um für dich einen Glitzerstein zu suchen und... Zera, pass auf! Oh nein! Ups, Ips. Es tut mir sehr leid, Tria. Ich meine alles. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Du bist mir viel wichtiger als alle Glitzersteine zusammen. Na dann, Abmarsch nach Hause alle miteinander. Sieht aus, als müssten wir einen Umweg über den Berg gehen. Wir nicht. Wir Fliegers. Und Rauchberg sind nur ein Berg. Wer als letzter zu Hause sind, kleiner Nestling. Diese Baumleckereien sehen köstlich aus. Ich kann es kaum abwarten, bis sie runterfallen. Du musst keinen Augenblick länger warten, Tria. Ich kümmere mich schon darum. Für dich, mein Schatz. Oh. Danke, Tapsilein. Ach, Erwachsene. Siehst du, Zera? Drei Hörner können alles erreichen, was sie wollen. Und sie machen es immer am besten. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Dass ich da rankomme, aber ich muss es versuchen. Ich muss. Das ist viel zu hoch. Nicht unterkriegen. Ich schaff das schon. Oh. Ah. Halt, Baumstamm! Halt, halt, halt! Ich falle gar nicht runter. Ich laufe. Los, Baumstamm. Los, los, los! Oh.
Upsi, glaubst du wirklich, dass Dreihörner alles machen können, was sie wollen? Ja, selbstverständlich, Zera. Na, 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 Topsi. Na ja, wenigstens einer glaubt mir hier. Ich wünschte, es wäre wahr. Aber es ist wahr, Zera. Du bist ein Dreihorn, sei drauf stolz. Wir sind aus besonderem Holz. Alles, was wir machen wollen, bringen wir sofort ins Rollen. Ganz egal was, alles macht dir Spaß. Du kannst dies oder das. Alle Sachen gehen, du wirst schon sehen. Bäume trete ich mit dem Bein. Ich zerschlage jeden Stein. Ich hab einen starken Willen. Und ich kann laut brüllen. Ganz egal was. Komm, wir haben Spaß. Du kannst dies oder das. Alles läuft wie es soll. Wir sind wundervoll. Dreihörner sind toll. Und was sagst du jetzt, Zera? Ja, du hast recht. Dreihörner schaffen alles, was sie wollen. Seht mal hier, Freunde. Ich habe einen neuen Trick. Ich nenne es Baumstammlaufen. Wenn ihr genau aufpasst, dann könnt ihr das auch. Zuerst müsst ihr raufklettern. Das ist ganz schön schwierig. Dann steht ihr auf. Das ist noch viel, viel schwieriger. Und nicht runterfallen. Das ist das Schwierigste vom Ganzen. Und jetzt fangt ihr an zu laufen. Immer schneller und schneller. Je schneller, desto besser. Jetzt bin ich so schnell wie der Wind. Das macht Spaß. Japp, japp, japp. Oh ja, das müssen wir auch versuchen. Baumstammlaufen wird euch Spaß machen. Japp, japp, japp. Und man kann es ganz leicht lernen. Ich zeig euch gern, wie es geht. Oh ja. Hey, ich versuch's jetzt mal, Ducky. Ist nicht so schlimm, wenn ich nass werde. Macht Platz, ich will's auch versuchen. Los, komm ins Wasser, Petri. Petri, nicht ganz sicher. Littlefoot erst versucht. Oh nein, nicht ich, Petri. Hm? Vierbeiner wie wir können die Beine beim Laufen nicht so dicht zusammensetzen. Aber wir sehen uns das gerne an. Alles klar, auf ihn mit Gebrüll. Das hat Spaß gemacht, zumindest zu Anfang. Das sieht gar nicht so schwer aus. Seht ihr? Es ist Kinderla. Los, komm, Petri. Du bist dran. Petri, nicht sicher mit die Sache. Ich nicht guter Renner wie Chomper. Ich fliege. Naja, wenn du merkst, dass du fällst, kannst du ja einfach von dem Baumstamm wegfliegen, Petri. Ach ja, mir kann fliegen. Also schön, mir versucht mal. Mir gibt auf. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Wir müssen einfach nur so lange üben, bis wir nicht mehr üben müssen. Ja, bis wir es genauso gut können wie Ducky. Oder sogar noch besser. Chomper, du bist im Baumstammlaufen niemals besser als ich. Oh nein, nein, nein. Übt doch alle einfach noch ein bisschen. Wenn ihr soweit seid, dann machen wir ein Spiel und sehen, wer der beste Baumstammläufer ist. Dieses Spiel wird Spaß machen. Vor allen Dingen, wenn ich gewinne. Man soll die Schlüpflinge nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind.
Ganz genau, weil mir gewinnen wird, ganz klar. Oh nein, 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 ich werde gewinnen, wenn ich mal wieder auf meinen Baumstamm rauf könnte. Hallo Leute! Was ist das für ein Spiel? Das große Baumstammrennen. Chomba, Ruby, Petri und Ducky wollen sehen, wer am längsten auf dem Baumstamm laufen kann. Hey, ihr macht das toll! Das ist ein Spiel für Zweibeiner, nicht für Vierbeiner wie uns. Wow, wow, wow. Dieses Baumstammrennen sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Hä? Drei Hörner können alles besser als alle anderen, egal ob Zweibeiner oder Vierbeiner. Das steht felsenfest. Ich zeig's euch. Geht beiseite, Zweibeiner. Ich werde euch mal zeigen, wie ein wahrer Meister das macht. Was ist passiert? Oh, gar nichts. Danke für deine Hilfe, Spike. Wir sehen uns nachher an der Wasserstelle. Na schön, dann erzähl mal. Warum humpelst du, Zera? Ich bin auf einem Baumstamm ausgerutscht, halb so wild. Oh, das sieht nicht gut aus. Dein Knöchel ist ja ganz geschwollen. Hier, das wird die Schmerzen lindern. Tricia, du holst ein bisschen Modderpampe für Zeras Knöchel. Ach, das ist doch nicht nötig. Ich muss wieder zurück und Baumstammlaufen üben. Das glaube ich aber nicht. Auch wenn es dir jetzt besser geht, musst du deinen Knöchel eine Weile schonen, Zera. Zera. Igitt, ich hab doch gesagt, ich will keine Modderpampe. Das macht Riesenspaß. Oh ja, und wie? Mir möchte auch viel Spaß haben. Jetzt Beeilung und einer runterfällt. Wir brauchen noch einen Baumstamm, Petri. Los, komm schon, Spikey. Was meinst du, Spike? Kannst du einen umhauen? Wow, das hast du toll gemacht. Super, und jetzt schnell zurück. Petri! Danke, Freunde! Du und Spike, ihr müsst das unbedingt auch mal probieren, Littlefoot. Das wird euch gefallen! Oh nein, das kannst du knicken. Du hast ja gesehen, was mit Zera passiert ist. Ja? So, alles wieder gut. Danke für deine Hilfe. Bist du sicher, dass alles wieder in Ordnung ist? Absolut. Jetzt muss ich das Baumstammrennen gewinnen. Das schaffe ich doch mit links. Wenn es so leicht ist, warum hast du dir dann wehgetan? Sowas kann schon mal passieren, aber ich krieg das hin, denn ich bin ein Dreihorn. Und genau das macht mir Sorgen.
Was macht dir Sorgen, hä? Gar nichts, Tapsi. Zera hat sich vorhin nur ihren Knöchel an der Wasserstelle verstaucht. Aber jetzt ist wohl alles wieder gut. Ja, sieht ganz so aus. Ein verstauchter Knöchel kann doch ein Dreihornmädchen nicht umhauen. Papa hat recht, Tria. Ich fühle mich super. Ich muss zum Wasser zurück und mit dem Baumstamm üben. Ich will doch das Spiel gewinnen. Baumstamm? Spiel? Was soll denn das heißen? Meine Freunde machen einen Baumstammlaufwettkampf und ich möchte ihn gewinnen. Was genau ist denn Baumstammlaufen? Naja, man wirft einen Baumstamm ins Wasser, klettert drauf und läuft. Und dadurch dreht sich der Baumstamm unter dir. Es ist ganz leicht. Warum solltest du so etwas Verrücktes machen? Um zu beweisen, dass Dreihörner alles können, was sie sich vorgenommen haben. Und dass sie in allem die Besten sind. Das hast du mir doch gesagt, Papsi. Natürlich können Dreihörner alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Allerdings setzen sie sich nicht in den Kopf, auf Baumstämmen herumzulaufen. Aber Papsi, davon hast du nichts gesagt. Du hast gesagt, Dreihörner können alles. Schon vergessen? Ja, aber das nicht. Schlag dir dieses verrückte Spiel aus dem Kopf, Zera. Manche Dinge gehen eben einfach nicht. Das ist so gemein. Ich hab Papa geglaubt. Musste das denn sein? Ich seh, dass ich Papa egal bin. Und das tut ganz schön weh. Sehr weh. Ich will lauthals schreien, Felsen zerschlagen, wütend sein. Ihr steht mir im Weg, ich bin sauer. Irgendwie fehlt mir der Sinn. Nichts haut hin, doch ganz egal, wie laut ich schrei und brüll. Es hilft mir nicht, denn ich fühl mich immer noch so mies. Das ist nicht gerecht. Und was jetzt? Jetzt gibt es nur eins für mich. Ich muss allen beweisen, dass ich dieses Baumstammrennen gewinnen kann. So, ich denke, ihr seid soweit. Wir starten den großen Wettbewerb im Baumstammlaufen. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Ich habe fertig. Ducky, Ruby und Chomper machen das super gut. Das könnte eine Weile dauern. Ja, Ducky, du hast... Immer langsam mit den jungen Dinos. Ihr habt ohne mich angefangen. Das ist gemein. Das zählt nicht, weil ich auch mitmachen will. Was ist denn mit deinen Knöcheln, Zera? Du solltest nicht... Mir geht es bestens. Wo ist mein Baumstamm? Kein Problem, ich hol mir einen. Ducky nicht gewinnt? Naja, irgendwie schon. Und wiederum nicht. Das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel? Den werde ich zeigen. Drei Hörner können... alles, was sie sich in den... Kopf gesetzt haben. Warum bleibe ich nicht auf diesen blöden Baumstamm drauf? Pass auf, Zera! Du kommst zu dicht an das schnelle Wasser ran! Ich krieg das schon hin! Immerhin bin ich ein Dreihorn!
Oh-oh! Wir müssen sie aufhalten, sonst gerät sie in das fallende Wasser. Ruby, Chomper, Ducky, versucht mit euren Baumstämmen Zera einzuholen. Juhu, alles klar. Kehrtwende und ab geht die wilde Fahrt. Passt auf, nicht, dass wir euch auch noch retten müssen. Die Baumstammläufer, Rettungstruppe, eilt zur Hilfe. Littlefoot, mir hilft auch. Na schön, Petri. Du passt von oben auf Zera auf. Tria, hast du Zera gesehen? Nein, Schatz. Tja, dann werde ich mal nach ihr suchen. Wenn sie zur Wasserstelle gegangen ist, um dieses verrückte Spiel zu spielen, obwohl ich es ihr verboten habe, dann werde ich... Ich weiß, Tapsi, ich weiß. Dann wirst du ziemlich sauer. Aber denk dran, Schatz. Du warst auch einmal jung. Was, ich? Wir versuchen's, aber es geht nicht schneller. Ja, vielleicht kannst du versuchen, ein bisschen langsamer zu sein. Na toll, als ob ich das nicht schon versucht hätte. Halt, Zera! Hilfe! 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 Das war doch Zera. Sie treibt auf das fallende Wasser zu. Ich werde sie retten. Der Felsen müsste das schnelle Wasser blockieren und Zera davor schützen, runterzufallen. Aber Herr Dreihorn, der Felsen ist riesig. Nichts und niemand kann den bewegen. Was ein Dreihorn sich in den Kopf gesetzt hat, das schafft es auch. Ich werd's dir zeigen. Also schön, Jungs. Versuchen wir es alle drei zusammen. Schneller, Zera, gleich hier! Sekunde. Danke, Freunde. Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Wie konntest du nur? Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Wir haben unser Spiel noch nicht beendet, Zera. Willst du noch mitspielen? Oh nein, lieber nicht. Zera hat ihre Lektion gelernt. Lektion? Von wegen, ich muss gar nichts mehr beweisen, denn immerhin bin ich die ganze Zeit im schnellen Wasser auf meinem Baumstamm geblieben. Das kann ja nun wirklich nicht jeder. Hm.
dass das eine Abkürzung ist? Na klar. Sieh doch mal, da vorn. Das soll die Abkürzung sein? Ich weiß, was eine Abkürzung ist, wenn ich sie sehe. Sarah, ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine Abkürzung ist. Ja! Starke Abkürzung. Naja, ich hatte recht. Hey, sieh doch mal. Ich glaube, diese Herde kenne ich. Ja, ich auch. Das ist Ellie. Ellie ist wieder zurück. Wir müssen zu ihr hin. Ich wünschte, wir hätten eine Abkürzung. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh, und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Super, dass du wieder zurück bist. Hey, ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst, Ellie. Wir haben uns lange nicht gesehen. Oh ja. Und, wie geht's dir? Hast du viel erlebt? Wollen wir Fangen spielen oder Wasserspritzen an einer Wasserstelle? Oder vielleicht verstecken? Egal, was du willst, wir spielen es. Stimmt's, Littlefoot? Ja, genau. Los, komm! Ellie! Was ist denn, Ellie? Komm schon! Hey, Ellie! Eigentlich habe ich einen neuen Freund, mit dem ich spiele. Das geht klar. Der kann auch mitkommen. Ich glaube nicht, dass Red das will. Er will nicht mit uns spielen? Wer ist dieser Red überhaupt? Ich bin Red. Na und? Ich bin Zera und das ist Littlefoot. Wir sind Ellies alte Freunde. Sag's ihnen. Red ist ein mutiger Dino. Aber er spielt nicht mit Kindern, die er nicht kennt. Das klingt aber nicht sehr mutig. Oh. Ach, was du nicht sagst, Lilliput. Mein Name ist Littlefoot. Na und? Ich bin Red, der tapfere Retter. Der Held der Herde, der Schafzahnangsteinjager. Der Held der Herde? Der Schafzahnangsteinjager? Die Schafzähne, die wir gesehen haben, haben nicht mal Angst vor Feuersteinen, Erdrütteln oder rauchenden Bergen. Geschweige denn vor kleinen Langhälsen. Aber vor mir schon. Erzähl ihnen alles von deinen Abenteuern, Red. Während ihr an Muttis Schwanzzipfel hängt und im großen Tal in Sicherheit seid, bin ich im geheimnisvollen Jenseits und beschütze meine Herde. Bleibt zurück! Red der Retter macht das schon! Die hatten Angst vor diesen fliegenden Steinen. Ein anderes Mal war die Herde auf der Flucht. Ja,
Bringt euch in Sicherheit! Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas tun! Das war echt knapp. Wer es glaubt, wird selig. Wenn's doch stimmt. Ich hab auch mal mit meinem Schwanz einen steilen Steinhang gebaut, über den die Schafzähne nicht rüberklettern konnten. Heute gibt's kein Fressen für euch. Jetzt seid ihr in Sicherheit, wir können weitergehen. Tja. Sowas habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Ich glaube, wir haben genug gehört. Das waren doch nur Geschichten. Warst du denn dabei, als diese Dinge passiert sind, Ellie? Nein. Das war, bevor unsere Herden sich vereinigten. Und du glaubst wirklich, dass er einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut hat? Während er von Schafzähnen angegriffen wurde? Oh... Also, der Steinhang war eigentlich schon fast fertig, aber den Rest habe ich allein gebaut. Seht ihr? Er hat ihn fertig gebaut. Ein Steinhang? Das ist ziemlich schwer zu glauben. Ihr seid doch nur neidisch, weil ihr keine Steine mit eurem Schwanz rollen könnt. Los, kommt, Zera. Ich glaube, wir sind nicht mutig genug, um mit Ellie zu spielen. Wollen wir Rettung spielen? Von mir aus. Ich fasse es einfach nicht, dass Ellie ihm diese frechen Lügengeschichten abkauft. Wir waren ihre Freunde. Das ist nicht fein. Er kann nicht ihr Freund sein. Wie gemein. Alles ist nur frei erfunden. Und ich glaub ihm kein Wort. Er will mutig sein, jagt Schafzähnen Angst ein. Kann nicht sein, er fällt vor Furcht in den Modderdreck. Seinen Schwanz, den klemmt er ein und rennt weg. Was er erzählt, das stimmt doch alles nicht. Das ist doch klar, aber wie beweisen wir das ihr? Er lügt sie. Und dann hat er gesagt, er hätte einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut. Oh, Red mutig. Mich will ihn treffen. Nein, Petri. Red denkt sich Geschichten aus und Ellie glaubt, sie wären wahr. Ellie hält ihn für tapfer und mutig. Aber das ist er nicht. Das macht mich so wütend. Ja, ich bin auch sauer. Tja, je länger ihr wütend seid, desto weniger glücklich seid ihr. Also, was wir tun? Keine Ahnung, Petri. Aber irgendwie müssen wir Ellie die Wahrheit beweisen. Genau. Ich könnte ja Ellie noch mal sagen, dass Red sich diese Geschichten nur ausdenkt. Gut und schön, aber wenn sie dir wieder nicht glaubt? Was, wenn Red dich mit Schwanzschlägen haut? Wir müssen Ellie zeigen, dass Red nicht so tapfer ist, wie er behauptet. Ja, ich würde gern mal sehen, was Red macht, wenn ein richtiger Schafzahn auftaucht. Wartet mal. Was ist, wenn wir dafür sorgen, dass er einem richtigen Schafzahn gegenübersteht? Was? Du willst einen echten Schafzahn in unser großes Tal bringen? Ich weiß nicht, ob dieser Plan wirklich ein guter Plan ist. Für meinen Plan will ich einen Schafzahn benutzen, der schon lange hier ist. Schafzahn hier in Großes Tal? Ja, er ist genau unter uns. Du meinst mich? Aber Chomper ist nett. Das ist er, das ist er. Wir wissen, dass Chomper nett ist, aber das weiß man nicht, wenn man nicht weiß, wie nett er ist. Und Ellie und Red sind Chomper bisher noch nicht begegnet. Richtig.
Und so wird die Sache ablaufen. Chomper jagt uns und tut so, als ob er ein furchteinflößender Scharfzahn wäre. Dann läuft Littlefoot zu Red und sagt, du musst uns vor dem Scharfzahn retten. Wenn Red dann ängstlich wegläuft, wird Ellie sehen, dass er nur geflunkert hat. Seht ihr? Wenn wir es richtig anstellen, wird es funktionieren. Ich kann sehr gut ängstlich schreien. Japp, japp, japp. Oh, ich auch sehr gut in ängstlich sein. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Komm schon, Littlefoot. Das ist ein steinstarker Plan. Was kann denn da schon schiefgehen? Tja, was hältst du davon, Chomper? Ich glaube, das wird mir Spaß machen. Na ja, solange niemand verletzt wird. Hier wird niemand verletzt. Wir tun doch nur so, als ob es gefährlich ist. Also dann tue ich jetzt mal einfach so, als ob ich meine Freunde aufessen möchte. Freunde zum Essen. Ich tue, als würde ich Freunde essen. Der Scharfzahn will Dreihornfilet und Littlefoot Gelee. Das ist sicher lustig, wenn der knabbert dich am Zahn. Doch das ist etwas, das gar nicht geht. Gute Freunde essen. Freunde zum Essen. Wer will denn schon Freunde essen? Wer steht schon auf Spiken als Beak und Entenbiskuit? Vielleicht ist Red ja der Hit. Igitt! Du weißt, du hast nie mehr Glück. Hast du Freunde zum Essen? Das kannst du vergessen. Freunde essen. Meine Freunde zum Essen. Und Littlefoot, was sagst du jetzt? Ja, das könnte Ellie zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist. Also schön, packen wir es an. Bereit? Und los! So geht das nicht. Ihr müsst tun, als ob ihr Angst habt. Und du musst furchteinflößend klingen, klar? Jetzt seid doch mal ernst, Freunde. Nochmal von vorn. Ah, er hungrig, mir angstig klingt. Und ich bin noch viel ängstlicher, Rara. Hilfe! Jemand muss uns vor ihm retten. Perfekt. So, und jetzt kommt dein Auftritt, Littlefoot. Los! Versuchen wir es noch einmal von vorn. Ah! Er hungrig, mir angstecklich. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Wir brauchen Hilfe, jemand muss uns retten. Komm, Red, hilf mir, sie zu retten. Perfekt. Und jetzt wird's ernst. Zeigen wir Ellie, wie Red wirklich ist. Los, komm, spielen wir Rettung. Schon wieder? Wollen wir nicht lieber Fangen spielen oder Verstecken? Hä? Oder im Wasser rumplanschen? Wir spielen Rettung. Los, ruf um Hilfe. Du klingst irgendwie anders. Das war ich auch nicht. Da
Das war jemand, der wirklich Hilfe braucht. Schnell, rette ihn, Red! Hilfe! Ah! Er hungrig, mir angstiglich. Und ich bin noch viel ängstlicher, Jap-Jap. Wir brauchen Hilfe, jemand muss uns retten. Wer verfolgt euch? Wer hat Hunger? Na, der da! Ein Schaufzahn! Worauf wartest du noch, Red? Mach schon, rette uns! Los, Red! Wir müssen sie retten! Rettet euch doch selber, ich verschwinde! Was ist hier los? Wir wollten dir zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist, wie er immer behauptet. Das Ganze war nur ein Spiel. Aber der Schafzahn, wo kommt der her? Oh, entschuldige, Ellie. Das ist Champa. Hi, Ellie. Ich wollte dir keine Angst einjagen. Ihr seid mit einem Schafzahn befreundet? Oh, jap, jap, jap. Champa und Ruby leben in den geheimen Höhlen. Naja, das ist eine lange Geschichte. Und eine Sache ist sicher, wir haben keine Angst, mit Champa zu spielen. Na, was meinst du? Willst du mit uns spielen? Ja, natürlich. Ich glaube, Red ist doch nicht so mutig, wie er immer behauptet. Wo ist er eigentlich hingerannt? Der. Wir müssen den gefährlichen Schafzahn aus dem großen Tal verjagen! Auf ihn! Wir müssen Champa retten! Aber wir können die Herde nicht stoppen. Oh nein, nein, nein. Wir müssen es versuchen. Flieg hoch und halt Ausschau, wo sie hinlaufen. Oh, oh. Da, er rennt weg. So, jetzt haben wir ihn. Schnappt ihn euch! Nah bei die große Steinwand. Gut, dann nichts wie hin. Der Schafzahn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ein Schafzahn? Er ist ein Schafzahn. Wen interessiert, ob er spricht? Der muss ja weg. Uns bleibt nichts anderes übrig. Älteste! Warte! Champa ist unser Freund. Er lebt hier.
Er könnte nie jemandem wehtun. Aber er hat euch doch gejagt. Ihr habt um Hilfe gerufen. Sie wollten mir nur zeigen, dass Reds Geschichten bloß Märchen sind. Was soll denn das bedeuten? Er hat erzählt, dass er seine Herde vor vielen Schafzähnen gerettet hat, bevor wir ihn getroffen haben. Red, komm mal her. Ja? Hast du diesen Kindern etwa Flunkergeschichten erzählt? Ist schon gut, Red. Ja, das hab ich. Tut mir leid. Hört mal, das ist eine ernste Angelegenheit. Seht ihr, was passiert, wenn ihr euch gegenseitig reinlegt? Ja, ist schon klar. Für euch war das vielleicht ein Scherz, aber ein Scharfzahnangriff ist alles andere als lustig. Es tut uns allen wirklich sehr leid, Älteste. Und was dich betrifft... Ja? Ich weiß nicht, wie du so viele Freunde hier im großen Tal finden konntest. Aber es ist eine gute Sache. Langhälse, mir nach! Jetzt können wir spielen. Ja, das können wir, Japp-Japp. Mir nicht, wenn wir Fangen spielen. Also, ich bin fix und fertig. Hey, Red. Wollen wir Fangen spielen? Aber alle meine Abenteuer waren doch erfunden. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Abenteuer erleben können. Na komm schon, Red. Worauf wartest du noch? Oh, ihr seid wirklich die Schärfsten. Alles klar, Spikey. Du bist dran.